Das Verbot von Kinderehen verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, befinden Deutschlands oberste Richter. Kinderehen? Verstoßen gegen den Gleichheitsgrundsatz Deutschlands? Gibt es ein Grundrecht auf die Zwangsheirat? Die Schändung von Kindern im Deutschland des 21. Jahrhunderts? Gibt es ein Grundrecht darauf, Kindern ihre Kindheit zu stehlen, sie zu sexualisieren und sie für die religiöse Wahnvorstellung der Scharia mit vollwertigen Männern zu missbrauchen? Wie weit ist ein europäischer Staat verkommen, dass an einem Verfassungsgericht Europas ein solches Urteil überhaupt möglich ist? Ist es der Kniefall vor dem Zeitgeist? Ist es die Kapitulation vor der Realität? Oder leistet man damit nur jene Entwicklung weiteren Vorschub, die moralische Werte und blutig erkämpfte Grundrechte einer auf Humanität gebauten säkularen Zivilisation schleichend aber sicher zerstören will? Was folgt? Ein Grundrecht auf Steinigung ehebrecherischer Frauen? Ein Grundrecht auf die körperliche Zwangsverstümmelung junger Frauen? Ein Grundrecht auf ein Fahrverbot für Frauen? Ein Grundrecht auf das absolute Männerwahlrecht? Ein Grundrecht auf die Todesstrafe, vornehmlich freitags exekutiert? Haben wir es bei den ehrenwerten Damen und Herren im Talar des Deutschen Verfassungsgerichtshofes noch mit Teilen einer europäischen Rechtsprechung zu tun? Oder bewerben sich diese Wölfe im Schafspelz bereits vorsorglich für den mittelalterlichen Wächterrat in Teheran auf Knien rutschend? Regiert bei uns das säkulare Recht oder der Ausbund eines religiös motivierten Wahns aus einer Zeit, wo man ausschließlich mit Tod und Terror seine Probleme löste? Gibt es im Jahr 2023 in Deutschland tatsächlich ein neues Grundrecht, minderjährige Kinder in eine Ehe zu zwingen? Geben wir wirklich alle unsere Menschenrechte, unsere Grundrechte, unsere Zivilisation auf? Das Urteil der Verfassungsgerichte ist eine Schande für Deutschland, für Europa und ein einzigartiger Verstoß gegen die Werte der Aufklärung. Es ist ein noch nie dagewesener Bruch mit den Fundamenten unserer Gesellschaft. Pfui Teufel!